Frodo? Ne. Alles klar, hier entlang. So. Ach, wieder so ein Unkraut hier. Mitten drin. Dürft ihr uns ja nicht sehen. Aber doch zählt. Oh, ich wollte schon sagen. Wie jetzt? So, ich hoffe, wir haben es bald geschafft. Wir das jetzt. Die Eule holen wir da natürlich noch runter. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ach. Ach, und das ist da, um darüber zu kommen. Okay. Ne, wir müssen hier hoch. Nein. Ach verdammt, was ist denn jetzt hier los? Ich kann nicht springen. Ich müsste doch eigentlich hier wechseln können dann. Warum wechselt er denn nicht? Ja, genau. Das gibt's doch nicht. Hallo? So, jetzt müssten wir eigentlich wechseln können, damit Frodo rüber. Was soll Frodo da? Kommt, Hobbits, kommt. Wir gehen schnell. Ach, vielleicht einfach mal draufhauen. Okay. Die nehmen wir mit. Hier entlang. Mann, das Level geht wieder lang, ne? Also. Sam, du bist gefragt. So. Keiner da. Verarscht. So. Und weiter. Eine Baumsache. Das heißt, uns fehlt hier wieder irgendwas. Ah. Die Brücke basteln wir zusammen. Das war das also. Okay.
Sam, wir brauchen wieder dich. Pflanze uns. Na, was sinnvoll ist. Gänseblümchen. Eilt euch, Hobbits. Das schwarze Tor ist ganz nah. Ab sofort steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Seht, das Tor. Es öffnet sich. Nein, es gibt einen anderen Weg. Einen geheimeren, ein dunkler Weg. Zeig uns den Weg, Smeargol. Wer sind die? Böse Menschen, Diener von Sauron. Ein Olifant. So, ein Olifant also. Nicht nur einer, sondern zwei haben wir gleich davon. Als Gegner. So, können wir irgendwie auf euch zielen? Okay, auf den Busch bringt mal gar nichts gerade. Okay. Oh, Plattgehauen hier. Ach, wir sollen da was zusammenbauen. Deswegen immer B. Okay. Ein Trampolin. Kommen wir also dem Ganzen näher. Und somit können wir uns da oben die vorknöpfen. So. Fall runter hier, los! Nummer 1. Nummer 2 uns vorknöpfen. So, den nehmen wir auch wieder aus dem Weg hier. Ach, das hätte sogar noch zusammengehört von der Geschichte, sehe ich gerade. Na, gehen wir aus dem Weg. Hier, na. Hallo? Jetzt. Wir sind aber schnell darauf gekommen diesmal. Yeah. War gar nicht meine Absicht, aber so haben wir es auch geregelt. So, da hinten haben wir eine Attrappe gehabt. Wir haben uns viel zu lange hier aufgehalten. Wer seid ihr? Wir sind Hobbits aus dem Auenland. Mit 7 Gefährten brachen wir von Bruchtal auf. Einen verloren wir in Moria. Wir waren 4 Hobbits. Ein Zwerg war auch dabei und ein Elb. Und 2 Menschen. Aragorn, Aratons Sohn und Boromir aus Gondor. Seid ihr ein Freund Boromirs? Ja.
Dann betrübt es euch zu erfahren, dass er tot ist. Tot? Er war mein Bruder. Zwei Halblinge und eine Schar Menschen unter meinem Befehl. Und der Ring der Macht ist nun greifbar nah für mich. Er muss ihn zerstören! Und da gehen wir hin. Nach Mordor. Was Gilead ist unter Beschuss. Sie rufen nach Verstärkung. Der Ring wird nach Gondor gehen. Die Totensümpfe. Level abgeschlossen. Sehr schön. Faramir. Ups, sorry, hab mich mal kurz umgesetzt. Neue Charakter zum Kauf. Verfügbar. Ja. Wenn ich mal wüsste, wo. Darum kümmern wir uns aber, wenn wir die Hauptstory durchgespielt haben. Wir waren Abenteurer. Den haben wir wieder erfüllt. Denn wir sind wahre Abenteurer. Und den Holzeimer haben wir freigeschaltet. Zumindest zwei wieder. Sehr schön. Und damit setzen wir die Geschichte fort. So. Open World, Open World. Wie immer. Hey, ich will ihn da abhaben. Jetzt hängen wir fest. Ne. So. Ja, Stylo! Juhu! Yeah! Wir haben's drauf! So. Das nehmen wir noch aus dem Weg. Denn ich weiß immer noch nicht, was Charaktere großartig kosten. Und wir möchten ja alle freischalten. Also vor allem ich. Und ich würde gerne später ungern irgendwie Farmfolgen machen müssen. Deswegen sammeln wir zwischendurch ein wenig. Moin! So. Die nehmen wir auch noch mit. Hier. Okay. Da oben ist was. Ach, so ist das. Das verbergt sich dahinter. Sehr schön. Von den Dingern können wir auch nicht genug haben. So. Können wir das jetzt kaputt machen? Nein, können wir nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Da oben haben wir einen, glaube ich, zum Freikaufen, ne? Erzähl mal. Ich habe von einem Objekt namens Mithril Zunderbüchse gehört, das Feuer mit einem schönen Feuerwerk entzündet. Wenn du mir eine schmiedest, weihe ich dich in das Geheimnis der Unbesiegbarkeit ein. Eine Zusatzaufgabe. So, aber um diese Zusatzaufgaben kümmern wir uns ganz zum Schluss. Da werde ich extra noch ein paar Folgen mehr aufnehmen. Damit wir auch alles freigeschaltet haben, um auch wirklich jede Aufgabe meistern zu können. Habe ich beschlossen, dass wir das so rum machen werden. Nein! Wie ist denn das jetzt passiert hier? Wieder zu Frodo. Ich weiß nicht, müssen wir die andere Geschichte eigentlich auch weiter? Können wir Gollum? Nein. Gollum dürfen wir nicht steuern. Wir können Aragorn weiter steuern? Müssen wir das denn schon? Okay. Ich habe immer Sorge, dass man was verpassen könnte.
Na gut. Dann. Mal so. Ich hoffe, ich mache da jetzt nicht irgendeinen Blödsinn. Wir sind Freunde Rohans und Theodens, eures Königs. Saruman hat den Geist des Königs vergiftet und fordert die Herrschaft über dieses Land. Wir verfolgen eine Gruppe Uruk-hai westwärts über die Ebene. Sie haben zwei unserer Freunde gefangen genommen. Die Uruk sind vernichtet. Wir erschlugen sie alle in der Nacht. Mögen diese Pferde euch einem besseren Geschick entgegentragen als ihre letzten Herren. Lebt wohl. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, kriegen wir nicht kaputt. Sind wir nicht mächtig genug für. So, erstmal Münzen sammeln. Das ist ja viel zu wenig kaputt. Pferde hauen ab. Ängstliche Ponys. So. Den sammeln wir auch noch ein. Gut, die Köpfe kann man wieder zusammenbauen, sehe ich gerade. Und dann? Okay, geben sie Münzen. Und man zerstört sie endgültig. So. Haben wir? Haben wir? Auch wegen Einzelnen manchmal wieder zurücklaufen zu müssen, ne? Anstrengender geht manchmal, ne? Können wir euch auch wieder zusammensetzen? Ja, können wir. Sehr schön. Kommen wir da mit Legolas vielleicht hoch? Aber Gimli müssen wir doch da ranwerfen können. Komm mal her. Jetzt. Da können wir dich doch ranschmeißen. Oder etwa nicht? Ne, anscheinend doch nicht. So, die Klinge kann auch nicht den Baum berühren. Hier bräuchten wir Sam. Denn nur Sam hat die tolle Materie-Schaufel. Ja, die dahinter kommen wir nicht. Na. Wir wollen Legolas. Heldenhaft. So. Was haben wir da? Ein Seil. Dann steck das mal ein. Oh. Das wollte ich gar nicht. Na. Jetzt kannst du auch einen Blinder mit dem... Entschuldigung. Hinbekommen.
Okay, für Gimli. Du kannst da hochgehen, mein Freund. Nein. Das ist einer von ihren Gürteln. Lass es nicht wahr sein. Ein Hobbit lag hier und hier der andere. Wir müssen die Spur weiter verfolgen. Hier lang. Wir sind auf dem richtigen Weg. Deswegen konnten wir es nicht zerschlagen. So, Legolas, du hast das Seil. Aragorn. Sie sind gekrochen. Ihre Hände waren gefesselt. Hier lang. Sind die beiden hier? Oder wieder ein Hinweis? Fesseln wurden durchtrennt. Dann sind sie hier lang gelaufen. Gimli, wir brauchen dich. So, bevor ich das Stück jetzt weiter greife, schauen wir natürlich einmal und sammeln alles ein, was wir einsammeln können. Bevor wir es fortsetzen. Ach verdammt, die können wir jetzt nicht einsammeln. Die kriegen wir nicht kaputt. Hier haben wir irgendein Rätsel. Das wir aber ohne Schaufel gar nicht lösen können. Und ohne Sam wird das nicht möglich sein. Aber ich sehe gerade, wir brauchen auch Gandalf dafür.